Hallo, wir sind hier bei Christian Fuchs am Stand von Modellbau Pollack und haben hier eine der Neuerungen auf der Jet Power, ein sehr ungewöhnliches Modell. Ja, und vielleicht kannst du uns erstmal zu der Entwicklung des Modells etwas sagen. Wie ist es dazu gekommen? Weil so ein Modell zu entwickeln ist ja auch schon etwas Besonderes und auch die Idee-Kombination Kunstflug und Jet. Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Vielen Dank für das Interview. Die Basis für die Entwicklung von dem Jet war meine langjährige Teilnahme im Sektor F3A. Ich war 10 Jahre in der Nationalmannschaft im F3A, habe dann vor circa 10 Jahren aufgehört mit der Wettbewerbsfliegerei und durch einen Zufall, praktisch durch den Kontakt mit Modellbau Pollack, mit dem Hans Pollack, bin ich mal aufs Jetfliegen gekommen und habe dann einen von diesen normalen Jets gehabt und dachte, Mensch, Jetfliegen ist eigentlich gar nicht schlecht. Das war so die Basis, wieder neu in das Modellfliegen reinzufinden, weil nach der aktiven Zeit war das eigentlich ja, nicht mehr so mein Ding. Und ja, das hat mich dann so begeistert, dass ich gesagt habe, Mensch, ich will eigentlich nicht mehr so richtig aktiv Wettbewerbe machen, aber diesen einen Wettbewerb, Deutsche Meisterschaft im Jetkunstflug, die mache ich mal mit. Und habe dann, das war 2007, den ersten normalen Kunstflugjet, das war eine MB-339 geflogen von Modellbau Pollack. Und ja, man will dann immer mehr. Und letztes Jahr war es dann so weit, dass ich gedacht habe, eigentlich ganz ideal sind diese Modelle, die es gibt für den Kunstflug nicht. Da stimmt die Geometrie nicht, da stimmt das Gewicht nicht, da stimmen bestimmte Sachen eigentlich nicht, die so ein Modell idealerweise haben müsste. Und habe mich dann September letzten Jahres entschieden, ein komplettes Modell neu komplett zu konstruieren und aufzulegen. Also dieses Modell jetzt hier ist speziell für die neue Kunstflugklasse des DAEC, Jet-Kunstflug konstruiert, komplett auf CAD-System konstruiert, automobil verwendbares CAD auf CATIA 5, ist im Wesentlichen komplett gefräst, also alle Modelle, alle Werkzeuge und alle Komponenten sind gefräst worden. Ja, und die Fertigungsweise ist annähernd die in der Formel 1 Technik oder im Luftfahrtbereich verwendet wird. Sehr hochwertig alles. Extrem hochwertig. Es ist kein Nasslaminat, sondern Verwendung haben nur edelste Materialien gefunden. Pripreg-System. Es ist also auch eine Pripreg-Autoklav-Fertigung. Man darf sich das nicht vorstellen, dass da jemand mit einem Pinsel da steht und irgendwas macht, sondern das sind vorgetränkte Materialien, die schon mit Härte und Harz auf der Rolle vorgehärtet kommen, die werden auf einer CNC-Maschine geschnitten, werden super präzise eingelegt, härten allerdings nur unter Vakuum und höherem Druck und natürlich auch höherer Temperatur. Und das ist der entscheidende Unterschied zu den normalen Modellen, die hauptsächlich hier auch ausgestellt werden, dass alles bei 130 Grad auch gehärtet werden muss. Das heißt, sämtliche Formen, alle Werkzeuge müssen diese Temperaturen aushalten und müssen danach auch noch passen. Ja, generell müsste man sich mal vielleicht die Frage stellen, warum dann Elektroimpeller? Wir sind ja hier auf einem eigentlich eher verbrennerdominierten Zirkus unterwegs. Aber das scheint sich ja zu ändern. Ja, das wird man sehen. Ursprünglich ist es so, dass auch die Verbrennerlandschaft im F3A ja komplett gestorben ist. Oder ist dabei komplett zu sterben. Und ja, ich selber fliege auch im F3A-Modell nur noch elektrisch. Der Vorteil ist einfach der konstantere Schub. Also man kann sehr viel mehr mit dem Gas machen. Man hat keine Verzögerungszeiten wie bei den Turbinen. Und das ist eigentlich der große Vorteil. Natürlich, es gibt keine Vorteile ohne Nachteile. Letztendlich ist es die Leistung, die natürlich im Vergleich zu einer Jet-Turbine deutlich geringer ist. Und deswegen muss man sich mit dem Gewicht vom Modell ein bisschen anstrengen. Ja, der Flieger, der jetzt hier entstanden ist, wiegt ungefähr die Hälfte von einem Jet in herkömmlicher Bauweise mit Turbine. Also wir sind hier bei knapp 8,5, 9 Kilo, komplett ausgerüstet. Also mit Akku und allem drum und dran. Das führt zum Zellengewicht von ca. 2,8 Kilo. Also die reine Zelle darf nicht mehr wiegen, weil die restlichen Komponenten so schwer sind. Was für ein Impeller genau wird es im Radioschlüssel verwendet? Also wir haben hier
zunächst ein HST-94 Serie eingesetzt gehabt, Anfang des Jahres. Und jetzt ist ein HST-94 Proto-Impeller installiert mit einem Plettenbergantrieb. Und der bringt ca. Ja, 9,5 kW. Also wir haben Spitzenströme bis 180 Ampere. Was für ein Schub? Der Standschub ist so ca. 10 bis 13 Kilo, je nach Luftzuführung. Bei mir dürfte es ungefähr so um die 11 Kilo sein. Ja, jetzt stellt sich natürlich der eine oder andere die Frage, wann ist denn das Modell erhältlich und was müsste man denn dafür an Euros auf den Tisch legen? Ja, also wir wollen die Messe hier nutzen, um die Anfragen mal zu sammeln. Logischerweise ist diese Art von Technologie, die ja auch in Deutschland produziert wird und auch weiterhin produziert werden soll, sehr teuer. Das kommt aus dem Luftfahrtbereich und wir sind momentan ja, bei einer Preisschätzung von 6.000 bis 8.000 Euro für so ein Modell, was natürlich im obersten Preissegment ist, ist völlig klar. Ja, dafür erhält man natürlich Einzigartiges. Wir werden aber dennoch erst nach der Messe und nach dem Eingang wirklich seriöser Anfragen entscheiden, ob wir das Modell in einer kleineren Serie bauen. Eine große Serie wird es da sicherlich nicht geben. Das ist ja auch ein sehr spezielles Modell. Absolut speziell. Und es ist auch nicht geplant, hier abgespeckte Versionen oder Leichtbauversionen in dem Sinn, dass es nicht mehr Prepreg, sondern normale herkömmliche Technik wird es nicht geben. Was sehe ich denn da? Da rollt also was ganz, ganz einartiges raus.